So, herzlich willkommen zum Online-Spargelkochen. Mein Name ist Annegret Lange, ich bin Mitarbeiterin vom KUS und das ist die Stefanie Probst vom Hallo. Kochblog Stefanie kocht. Das KUS ist das Kommunalunternehmen Strukturentwicklung Landkreis Pfaffenhofen. Wir sind als Tochterunternehmen vom Landkreis zuständig für die beiden Bereiche Wirtschaftsentwicklung und auch für Freizeit, Erholung und Tourismus. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dem Spargelkochen eine große Freude machen können. Wünschen ganz viel Spaß beim Zuschauen, beim Mitkochen. Und nochmal ganz kurz zum Organisatorischen. Wir haben so eingestellt, dass alle stumm gestellt sind. Wer möchte, kann die Kamera einschalten oder einfach auch auslassen. Wenn es Fragen gibt oder irgendwelche Anmerkungen, einfach in den Chat reinschreiben. Meine Kollegin, die Susanne und ich betreuen den und antworten dann gerne auf alle Kommentare. Und dann würde ich gleich das Wort an dich übergeben und dann darfst du loslegen. Ganz viel Spaß heute. Vielen Dank, Annegret. Hallo und herzlich willkommen zusammen. Mein Name ist Stefanie Probst. Man kennt mich unter Stefanie kocht. Ich habe ganz neu ein Kochbuch rausgebracht. Ich habe Koch-Food-Blog und ja, bin im Landkreis schon ein bisschen bekannt. Deswegen hat man mich heute auch eingeladen, weil ich auch zusammen mit dem Spargelschiebel viel koche und auch immer so Showkochen mache. Und heute freue ich mich, dass wir zusammen drei Rezepte aus meiner Feder gemeinsam backen und kochen. Wir sind hier bei Kinokent im Pfaffenhofen. Die haben freundlicherweise ihre Küche zur Verfügung gestellt, ja, also wir sind hier top equipped und haben natürlich die super Produkte hier, Spargelschiebel, leider noch keine Erdbeeren von Spargelschiebel, aber deutsche Erdbeeren, also regional, saisonal ist auch sehr, sehr wichtig. Wir haben vom Kramer eben auch hier in der Eco-Box, auch ganz wichtig, hier das Fleisch, das auch regional ist, nicht bio, aber regional. Und ansonsten, ja, seht ihr alle schon mal, wir sind in der Küche immer per Du, deswegen bin ich Stefanie und ich spreche euch auch per Du an. Das sind alle Dinge, die ich heute brauche. Genau, wir beginnen mit den Streuseln für eine Nachspeise, weil die müssen ein bisschen abkühlen. Und dafür brauchen wir als erstes 50 Gramm Butter. Dann brauchen wir 50 Gramm Mehl, ein bisschen mehr braucht man dazu und 50 Gramm Zucker. Also nicht für den schmalen Fuß natürlich. Jetzt nehme ich noch ein bisschen mehr dazu, weil ich mache die einfache Menge. Genau, 50 Gramm, manchmal so ein bisschen mehr, das sieht man dann, je nachdem, wie man die Streusel auch selber mag, ob man es ein bisschen brösliger mag oder ein bisschen grobkörniger. Das kann man mal selber entscheiden. So. Und natürlich schön auch Zucker. Wer das natürlich weglassen möchte, die Streusel, der kann, aber zu einer Nachspeise gehört natürlich auch ein bisschen Zucker. Die Erdbeeren sind natürlich auch süß, noch nicht ganz so süß wie richtig in der Saison. Die sind ja eigentlich erst so Mitte Mai in der Saison. Genau. Und jetzt ist es eigentlich war es ein Vanilleextrakt. Ich habe dann ein sehr, sehr gutes. Das habe ich jetzt gestern in Pfaffenhofen nicht mehr auf die Schnelle bekommen. Deswegen habe ich eine Vanilleschote genommen. Geht genauso und vielleicht noch besser. Das ist einfach hier einmal in der Mitte aufschneiden und auskratzen. Das ist einfach super für den Geschmack. Vanille geht im Übrigen auch herzhaft, nicht nur süß. Aber gerade so in Streuseln oder so in so Cremes schmeckt es natürlich super. Genau, tue ich nur einmal schnell zur Seite. Und dann haben wir hier schon die Streusel. Ist ein bisschen eine Batzlerei, aber so ist es halt. Genau. Das vermengt sich jetzt relativ gut. Ich bin eigentlich nicht so eine Batzlerin, eigentlich bin ich eher die Köchin wie die Bäckerin, aber eine gescheite Nachspeise ist halt einfach süß, ja. Also geht auch was mit Ziegenkäse, aber passt auch gut, aber tatsächlich ist Erdbeeren und süß einfach, passt einfach am besten. Genau. Wir brauchen den Ofen auf 175 Grad, Ober-Unterhitze. Da backen wir die jetzt seit 10 Minuten, so 10 bis 15 Minuten, je nachdem, was ihr für einen Ofen habt. Genau. Ihr seht schon, das ist eine bröselte, batzelte Geschichte, aber das soll genauso sein. Das verbindet sich auch nochmal
ganz gut, wenn wir es jetzt auch aufs Blech geben. Es ist ganz einfach. Ich gehe einmal hier rum. Genau, hier aufs Blech. Das habe ich hier vorbereitet. Habe ich einfach ein Backpapier drauf. Das kann natürlich auch eine Dauerbackfolie sein, wie ihr das selbst zu Hause habt. Aber eine Backfolie würde ich schon, oder eine Backpapier würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil ansonsten gibt es hernach eine Riesensauerei und eine Batzlerei. Genau. Einmal noch die Finger sauber machen. Und dann wasche ich sie mir nur ganz kurz ab. Sonst dürfen wir hier nie wieder kochen. Und dann nehmen wir auch ein Zewa, weil Butterfinger. Genau. Wie gesagt, Ofen 175 Grad, Ober-Unterhitze. Stellen wir hier einmal ein. Tun wir unsere Streusel rein. Also man sieht es jetzt schon nochmal. Das ist einfach so ein bisschen wirr, aber das muss gar nicht so ganz genau, das geht nicht so genau, weil das gebröselt man später sowieso rein. So. Genau, es läuft. 17.07 Uhr. Vielleicht kann die Anne mir kurz sagen, wenn so in 10, 15 Minuten. Genau, das wäre super. Dann fangen wir gleich mit der Nachspeise an. Wir haben hier die Rührschüssel. Und da machen wir die Mascarpone rein. Ich mache die doppelte Menge, weil wir sind hier ein paar Leute, die uns hier betreuen, die die Kamera betreuen. Der Lukas an der Kamera, der Alex vom Ton, die Anne und die Susanne im Chat. Und deswegen, da möchte natürlich dann jeder später was haben. Bestmöglich. Und deswegen mache ich es doppelt, aber das ist für jeden ansonsten das Gleiche. Also das sind die 250 Gramm Mascarpone. Ich 500 Gramm. So. Und dann sind es hier griechischer Joghurt. Den kaufe ich normalerweise immer ein bisschen größer, aber heute, damit es einfacher geht, habe ich das jetzt mal so gemacht, ausnahmsweise. Das sind dann in dem Fall 200 Gramm. Genau. Schön abstreichen, nichts verschwenden. Das machen wir natürlich auch alles wieder sauber, weil wir machen natürlich Recycling, aber das machen wir alles später. So, dann brauchen wir, muss ich schnell nachschauen, wie viel Zucker haben wir drin? 30 Gramm Zucker, also 60. So. Man kann so rechnen, dass ein großer Esslöffel normalerweise 20 Gramm sind, wenn man mal keine Waage hat. Und normalerweise kann man das auch so wunderbar verrühren. Ich nehme jetzt die Maschine, weil ich es mir einfacher mache. Genau. Gleich fliegen wir weg. Genau. Die ist auch dann relativ schnell fertig. Wir haben Folgendes vorbereitet, nämlich die Weggläser. Ja? Weil gerade bei so einer Nachspeise ist es ja immer so eine Sache. Entweder man hat noch Appetit oder man hat eben keinen Appetit mehr. Und deswegen mache ich das immer in Weggläser, die ich verschließen kann. Die kann ich auch am Tag später, kann man das wunderbar noch essen, das Dessert, oder mitnehmen. Ich glaube, ich mache mal wieder aus. Genau, das ist jetzt hier auch schon ziemlich gut. Einmal ab. Stellen wir jetzt nur dabei, bis die Streusel auch kühl sind, einfach in den Kühlschrank. Lassen wir es noch ein bisschen kühlen. Genau, die ist wunderbar geworden, die Creme, Mascarpone-Creme. Einmal hier in die Kamera, so schaut die dann aus.
Genau, das ist einfach glatt. Warum muss man das ein bisschen länger rühren? Weil natürlich der hohe Fettanteil in der Mascarpone ist ja eigentlich Frischkäse, italienischer. Ja, der braucht einfach ein bisschen, bis sich das aufbricht. Sonst sind das leider so Brösel, dann wird das so bröselig. Und deswegen muss man schon ein bisschen da glatt rühren. Einmal den Kühlschrank. Wir haben natürlich einen großen Kühlschrank, ja. Da passt alles gleich rein. Perfekt. So, und jetzt können wir gleich beginnen. Ich stelle das nochmal auf die Seite. Mit unserer Frittata. Für die Frittata habe ich hier schon die Butter reingetan. Da brauchen wir eine rote Zwiebel. Die rote Zwiebel, das ist jetzt eine riesige, da brauchen wir nur die Hälfte. Und dann nehme ich, na, das nehme ich nicht her. Ich nehme mal dabei das Zewer her. Weil auch hier sind wir natürlich umwelttechnisch ganz vorne mit dabei. Na. So. Wir machen jetzt Folgendes. In der Pfanne, die dann auch später in den Ofen kommt, tun wir rote Zwiebeln oder ja, rote Zwiebeln passen einfach sehr, sehr gut dazu, weil sie nicht ganz so scharf sind, sind sehr, sehr mild. Die würfeln wir jetzt und wir nehmen zwei Frühlingszwiebeln, Lauchzwiebeln. Die habe ich vorher schon gewaschen. Auch das tun wir hier mal dabei zur Seite. Genau. Passt. Und die schneiden wir jetzt, das kann man ein bisschen gröber schneiden. Und die blauen oder roten Zwiebeln machen wir ein bisschen kleiner. Also die würfeln wir. So. Mise en blanc. In der Fachsprache, also wir bereiten vor. Da ist noch ein bisschen eine Wurzel. Genau. Und wie mache ich gute Würfel? Normalerweise mit ein bisschen am kleineren Messer. Aber ich habe jetzt halt das und es geht wunderbar. Kleiner Tipp, wenn man vorher die Dunstabzugshaube einschaltet, was ich jetzt wegen am Ton nicht mache, kriegt man ja keine Tränen in den Augen. Oder Wasser im Mund, auch gut. Dann hat man keine Tränen. Das Gute an einem großen Messer, da ist natürlich dann auch gleich geschnitten. Also Finger weg, genau. Es ist ganz neu, das Messer, deswegen bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Sonst schnipp, schnapp, Finger ab. Genau, jetzt haben wir das schon mal vorbereitet. Was wir noch dazu brauchen für die Frittata, das ist Spargel. Genau, da brauchen wir jetzt ungefähr 200 Gramm. Das sind, ja, so eine gute Handvoll, würde ich jetzt mal sagen. Man verschätzt sich da relativ schnell, weil so ein Bund hier hat ungefähr 500 Gramm. Davon ein bisschen weniger als die Hälfte. Es kommt dann später hier in die Pfanne. Ihr seht schon, die sind lang, passen nicht, ja, so ganz knapp rein. Wir machen es ein bisschen ab und machen dann vielleicht so einen kleinen Fächer draus oder so. Vielleicht finden wir auch noch mal welche, die ein bisschen schöner sind. Nicht ganz so lang sind, die kürzeren. Genau, machen wir es so. So, den grünen Spargel muss man nur unten ein bisschen schälen und ganz wenig unten hier das wegschneiden. Aber man sieht schon, wenn man hier drauf drückt, der ist so saftig, ja, der ist ganz frisch. Der war quasi heute Morgen noch im Beet und heute schon auf dem Tisch. Also der ist wirklich so super saftig. Und wie gesagt, woran erkennt man das? Einfach draufdrücken und wenn es dann hier der Saft schon rauskommt, man hört es auch, er spritzt richtig, dann ist er frisch. So. Aber ich mache nur unten, wenn er ein bisschen dicker ist. Das ist dann manchmal ein bisschen holzig. Der ist jetzt wirklich hervorragend. Also man müsste ihn gar nicht unten direkt schälen, aber gerade hier, der ist jetzt ein bisschen dicker. Da macht es dann schon Sinn, weil wenn man ein schönes Gericht hat und dann ist es unten ein bisschen holzig, das ist einfach. Das ist wie der Sand im Feldsalat, ja. Der schmeckt einfach dann nicht. Das macht das ganze Gericht einfach kaputt. Anne. Ja, hier kommt der Wunsch, dass du ein bisschen langsamer machst, bitte. Also mit dem Kochen? Ja. Okay, mache ich. Sehr gut, bin ich zu schnell. Sorry. Ja, das ist halt immer, wenn man so in seinem Bereich ist, dann macht man eins nach dem anderen. Wieso geht denn jetzt das? Verheddert sich da ein bisschen. Geht eigentlich super. Das ist ein ganz neuer Schäler, der ist wahrscheinlich noch nicht eingeschält. So,
Genau. Aber wir bereiten jetzt ohnehin jetzt erstmal alles Stück für Stück vor. Genau. Und es geht auch relativ schnell. So. Eine haben wir noch, letzte. Man sieht es auch schon in den Farben. Das ist auch einfach, ja, das Grün ist einfach für den Frühling. Das ist einfach saftig, frisch. Alles wird neu, alles im Frühling. Hoffentlich auch mal die Situation, aber man muss halt das Beste draus machen. Okay? Also man muss wirklich nur ganz unten ein bisschen was wegschneiden, wenn man das möchte. Eigentlich muss man es auch nicht wegschneiden, aber also ich schneide es immer ein bisschen, wirklich nur ganz wenig weg. So, den Spargel, das schaue ich jetzt mal, ob das alles reingehen würde. Ja, der lange nicht ganz. Schneide ich einfach unten schon ein Stück ab. Das tun wir dann später so rein. Genau. Sind denn alle soweit? Kann ich schon mit der Frittata beginnen oder soll ich noch ein bisschen warten? Ich glaube, wir können weitermachen. Okay. Da in der Frittata haben wir auch noch schöne frische Kräuter, nämlich Petersilie. Und da kann man schon gut was reintun. Auch den haben wir vorher natürlich gewaschen. So, macht sich jetzt gleich das große Messer bezahlt. Und vom Schnittlauch, da kann man auch einiges dann so nehmen. Ist einfach unglaublich aromatisch, so eine Frittata. Und warum eine Frittata? Weil die, man kann sie warm essen, man kann sie lauwarm essen und auch kalt. Ja, kann man super vorbereiten, gerade wenn man Gäste hat, ist das perfekt. So, jetzt hacken wir die Kräuter komplett so klein. Auch hier alles schön grün. Also, wenn ihr das schon riechen könntet, das duftet jetzt schon, obwohl es auch gar nichts gekocht ist. Aber das ist wirklich eine Freude, mit frischen und guten Zutaten einfach arbeiten zu können. Für mich ist das wie Meditation, das Kochen. Genau. Ihr könnt es so grob oder so fein machen, wie ihr das selber wollt. Die 10 Minuten sind jetzt dann auch um für die Streusel. Ich habe schon mal da so rüber geguckt. Ich schaue es mir gleich an. Schau mal einmal in den Ofen. Aber die brauchen noch 5 Minuten. Genau, die können ruhig ein bisschen, die sind noch sehr, 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 sehr blass. Genau. So. Auch das ein bisschen zur Seite. Dann fangen wir an, die Eier aufzuschlagen. Wir brauchen 6 Eier für die Frittata. Das ist eigentlich eine Eierspeise. So. Auch hier haben wir Bio-Eier genommen. Aus dem Landkreis, um hier auch wieder regional und saisonal und Tierwohl, da schmeckt es mir dann offen gesagt besser. So, einmal so. Einmal da, einmal kurz die Hände abwaschen, auch wegen Salmonellen. Genau. Dann haben wir da 50 Milliliter Sahne kommt rein. Das kann man, wenn man es nicht im Augenmaß machen möchte, dann kann man das abwiegen. Sahne hat das gleiche Milliliter oder Gewicht wie Wasser. Ist unwesentlich. Ist zwar von der Dichte ein bisschen anders, aber es ist wirklich unwesentlich. Und man kann einfach 50 Milliliter oder 50 Gramm abwiegen. Dann würze ich es mit einem Kräutersalz. Man kann aber auch einfach Salz und Pfeffer nehmen. Der Unterschied zum Kräutersalz ist halt einfach, da ist noch ein bisschen Sellerie drin. Es gibt Leute, die sind darauf allergisch. Es gibt einfach noch mal ein bisschen einen runderen Geschmack. Umami, sagt man auch im Fachjargon, wenn alle Gewürze zusammenkommen, nämlich Salz, Pfeffer, ein bisschen scharf und durch die Zwiebeln, die auch ein bisschen Zucker haben, ein bisschen Süße tatsächlich. Genau, jetzt tun wir die Kräuter schon mal
hier rein. Ein bisschen ungewohnt, wenn man nicht ganz in der eigenen Küche ist, aber funktioniert alles perfekt hier. Ist ja wirklich eine Traumküche. So eine hätte ich auch gerne. Vor allem so viel Platz. Genau. Das tun wir jetzt ganz klassisch verkleppern. Wie gesagt, die Kräuter kann man so grob oder nicht grob machen, wie man das selber mag. Wenn man jetzt keine frischen Kräuter hat, wenn es jetzt irgendwie Sonntag ist und du denkst, der Mensch, ich habe jetzt keine frischen Kräuter, dann geht auch wunderbar so Salatkräuter oder getrocknete Kräuter. Ich nehme mal gerne die Salatkräuter, da sind noch ein bisschen Zwiebeln drin und das ist einfach sehr, sehr schmackhaft. Genau. Was wir jetzt brauchen, ist den Ofen. Ich räume nur einmal kurz das Gerät hier runter, mal ein bisschen mehr Platz. Sensationell. Viel Platz hier, wirklich immer. Genau, dann machen wir einmal den Herd an. Die Butter habe ich vorher schon reingetan, großzügig. Butter oder Fett ist ja ein Geschmacksträger. Schauen wir mal, ob es warm wird. Oder habe ich die falsche? Nee. Ah, jetzt geht's los. Natürlich habe ich die falsche. So, mach mal hier an. So ist es immer, wenn man in einer fremden Küche ist. Aber man sieht schon, es fängt an, dass es sich... Aha. Anne, wie viele Minuten haben wir denn noch? Zwei. Ja, ich glaube, wir tun es raus. Vom Gefühl her tun wir es jetzt raus. Die Brösel. Ich zeige euch das. So schauen die aus. Ist jetzt ein bisschen zusammengegangen. Das ist mal mehr, mal weniger. Aber das macht nichts, weil wir werden das später brechen. Aber es muss jetzt natürlich abkühlen. Und das tut es am besten nicht auf dem heißen, sondern hier, wir legen das einfach darunter. Genau. Gehen zu unserer Butter. Passt das jetzt vom Tempo? Vielleicht könnt ihr mal einen Daumen hoch geben, wenn es passt, oder kurz in den Chat schreiben, wenn wir zu schnell sind. Passt. Ein ganz ein tolles Brett, mit dem ich nicht so zurechtkomme. Genau, hier tun wir die Zwiebeln rein. Stefanie, noch ein bisschen langsamer, bitte. Okay. Ich habe es noch nicht ganz gecheckt. Hier unten habe ich ja das hier. Hier so ein kleines Fach. Ich muss einfach das nur so machen. Es ist viel einfacher, als ich gedacht habe. So ist es, gell? Fremde Küche, sage ich da. Also. Ich habe zu Hause immer einen Silikonteigschaber. Den liebe ich und mit dem mache ich ganz, ganz viel auch in der Küche, auch braten. Genau. So ganz ein normaler, gibt es überall. So, das müssen wir jetzt ein bisschen anbraten, aber wirklich nur ein bisschen glasig werden lassen. Dann schauen wir mal, da haben wir 170 Umluft. Mache ich schon mal den Ofen an auf 170 Grad Umluft. Genau, das ist gleich die erste Stufe. Das war jetzt ganz praktisch. Und auch hier, man sieht es wirklich nur ein bisschen glasig hier. Ja? Nicht scharf anbraten, sondern wirklich nur ein bisschen glasig werden lassen. Da haben wir dann jetzt hier die Eimasse, das geklepperte Ei, mit dem Kräutersalz, den Kräutern und ein bisschen Sahne. Und das tue ich jetzt gleich hier drauf, in einem Ganzen.
Da kommt jetzt wieder der Silikon-Teigschaber. Das ist wirklich meine Allgemeinwaffe. Also ich habe in der Küche so eine Klammer. Mit der mache ich Fleisch, Spargel, alles. Den Pfannenwender und meinen Teigschaber. Das ist nahezu alles. Genau. Und ihr habt es jetzt gesehen, ich habe es einfach nur da reingekippt. Jetzt muss man aber wirklich ganz sanftes anbraten, dass es wirklich nur so ein bisschen stockt. Jetzt tun wir den Spargel rein. Da könnt ihr jetzt das so machen, wie es eben gerade reinpasst. Ich habe mir gedacht, ich mache so eine kleine Sonne draus. Irgendwie. So vielleicht. So. Ja, tatsächlich könnte man da noch einen reintun. Sonst haben wir da an der Seite keinen. Aber ihr solltet, glaube ich, alle genug Spargel bekommen haben, dass es auch ausreicht. Aber das kann man auch nach Geschmack machen. Wenn er ganz dick ist oder ihr mal die Frittata mit weniger macht, kann man es auch folgendermaßen machen, dass man es in der Mitte auseinanderschneidet. Also, dass man ihn halbiert, wenn er richtig dick ist. Manchmal ist er ja richtig dick. Und auch das funktioniert. Kein Problem. So, jetzt haben wir ordentlich Spargel drin. Jetzt machen wir ihn ganz kurz, dass es ein bisschen stockt. Das lassen wir jetzt einmal einfach so in Ruhe ein bisschen stocken, so ein paar Minuten. In der Zwischenzeit können wir den Parmesan reiben. Den brauchen wir dann erst ein bisschen später. Aber ich habe so eine Reibe, das macht ihr, wie ihr das wollt. Man kann ihn auch gerieben kaufen, aber da schmeckt er natürlich schon gerieben. Ja, also nicht frisch gerieben. Also es lohnt sich natürlich immer, ich bin ein Rechtshänder, falsch rum, da den frisch zu reiben. Ich habe jetzt so eine Reibe, das kann man wirklich, man kann es auch ein bisschen gröber machen, aber ich liebe meine Microplane, das sind halt die teuer, aber das sind halt einfach die besten. Ja? Und wenn man sowas mal gehabt hat, dann mag man es auch nicht mehr anders, meistens. Schaut schon sehr gut aus, unser Ei. Fast ein bisschen wie ein Omelette. Genau, das ist eine ganz feine Reibe, deswegen aber so. Das ist ein Parmesan, der ist natürlich nicht regional, aber regional eingekauft zumindest. So. Ihr seht es jetzt schon, es stockt an der Seite schon ganz ein kleines bisschen. Was ich mache, ich gehe jetzt dann nochmal einmal so rum. Ganz vorsichtig. Genau. Da ist also eine Luftblase. Und tue es jetzt direkt in den Ofen. Vielleicht nochmal einmal mit der Kamera zeigen, wie es ausschaut. Verzeiht einem tatsächlich sehr, sehr viel, dieses Gericht. Man kann das auch wunderbar machen mit Zucchini, Tomaten. Geht auch sehr gut mit weißem und grünem Spargel. Anne, wir bräuchten bitte so ungefähr 20 Minuten. Den Parmesan tue ich noch nicht gleich drauf. Den tun wir ein bisschen später drauf, weil sonst verbrennt er. Das ist ihm jetzt, dauert ihm jetzt ein bisschen zu lange. Genau. Jetzt ist die Frittata schon im Ofen. In der Zwischenzeit können wir den Salat machen. Wie sieht es denn aus? Sind denn alle schon soweit? Oder brauchen wir mal eine Trinkpause? Mal eine kurze Trinkpause. Genau. Sind dann alle bereit, dass es weitergeht? Genial. Wenn man einfach das hier nur die Krümel reinpacken kann, ist echt super. Das hätte ich vorher mal wissen müssen. Genau. Wir haben jetzt hier Salat. Ich habe jetzt hier so Salatherzen genommen. Auch hier kann man den Salat nehmen, den man gerne mag. Also da hat jeder Präferenzen. Der eine mag einen Endivien-Salat. Oder ich mag halt die Salatherzen ganz gern. Und ansonsten, wie gesagt, und es ist halt auch einfach. Ich habe hier meine Salatschleuder. Das ist die ganz normale Schüssel dazu. Und da ist es dann auch wieder gut mit einem großen Messer. Da habe ich vorher nur die Zwiebeln geschnitten. Einmal kurz unter das Wasser. Und dann kann man den direkt hier so klein schneiden.
mach mal hier, damit es auch alle sehen. Es geht auch wunderbar mit einem Eisbergsalat, whatever. Man kann auch einen normalen Kopfsalat nehmen und den kleinen in mundgerechte Stücke reißen oder Lollo Rosso, Lollo Bianco. Wie gesagt, jeder wie er es mag. Ich finde den halt ganz gut, weil er vom Eigengeschmack her zwar schon aromatisch ist, aber nicht so dominant, weil es ist halt tatsächlich eine Beilage. Genau. Klappe zu, Affe tot. Finde ich super. Diese Schale brauche ich zu Hause auch. Genau. Jetzt mache ich es mal einfacher. Den Salat eben nochmal dann waschen. So. Vorsicht auf die Finger bei dem, bei einem neuen Messer. Das unterschätzt man dann immer so. So. Jetzt einfach nur mit Wasser rein, kaltes Wasser, eben Salat waschen. Aber wir machen ja Marinade zu dem Salat. Und es ist schon so, dass ein Salat besser schmeckt, wenn er trocken ist. Also je nasser ist, logischerweise, desto weniger Geschmack, Eigengeschmack hat er vom Salat. Schmeckt halt dann sehr wässrig alles. Und da kannst du dir eine super Marinade machen. Und dann hast du das mit dem Salat einfach verwässert. Deswegen empfehle ich immer eine Salatschleuder. Man kann es aber auch einfach gut abtropfen und dann vielleicht nochmal in Zewa oder in ein Küchentuch packen. Also das geht alles. Ich habe halt so eine ganz stinknormale Salatschleuder. Genau. Und dann ist er auch schon trocken. Da ist unser Viehzahl. Machen wir gleich weg. Und so schaut es dann aus. Den können wir beiseite stellen und schon die Marinade machen dann langsam. Da habe ich hier eine Salatschüssel. Und da nehme ich jetzt für den Salat das Olivenöl. Jetzt muss ich gleich selber reinschauen, was ich da reingeschrieben habe. Welche Marinade, da habe ich nämlich ein paar. Mhm. Grundsätzlich ist es immer so, dass man einen Teil Säure hat. In dem Fall, ich nehme einen weißen Balsamico, der hat schon so einen leichten Zuckeranteil. Man kann auch einen normalen Balsamico nehmen, nachdem ich jetzt die doppelte Menge habe. Oder ich habe die doppelte Menge Salat, mache ich jetzt 2 Esslöffel von dem weißen Balsamico und dann 4 Esslöffel Olivenöl. Da kann man dann zu Hause auch noch Senf reintun oder Sauerrahm, was man eben gerade so hat. Natürlich auch wieder frische Kräuter. Haben wir jetzt natürlich super welche da. Dann tun wir natürlich auch welche rein. Zumindest ein paar. Nicht im Ganzen. So. Machen wir uns einfach da ein bisschen was ab. Auch bei der Petersilie kann man den Stängel, der ist super aromatisch, nicht zu viel, weil sonst ist man ist ja, es geht ja um die Petersilie und nicht um den Stängel. Aber ein bisschen was kann man da auf jeden Fall noch mit reinschneiden. Ich mache das immer sehr großzügig. Genau. So, schneiden wir da gleich noch die Petersilie mit rein und den Schnittlauch. So. Das machen wir jetzt ein bisschen kleiner beim Salat. Ist jetzt nicht so schön, wenn da die Kräuter so besonders groß sind. Das hängt dann irgendwie mitten zwischen die Zähne. So, tue ich auch gleich damit rein. Und den Schnittlauch mache ich, das mache ich es mir einfach. Mache ich einfach auf halbe. So. Wie gefällt es denn den Teilnehmern? Ist es okay so oder Lautstärke, ja. Tempo? Gerade kam schon mal der Kommentar, alles super. Sehr gut. Genau. Das freut mich. Genau. Nochmal super. Also ich glaube, es gefällt sehr gut. Sehr gut. Ja, es ist für mich ein bisschen schwierig, wenn man wenig Feedback hat oder kaum jemanden, den man, also ich sehe zwar den Bildschirm, ich sehe mich zwar,
Da schaue ich aber nicht hin, weil sonst sind meine Finger ab. Und von dem her, genau, passt wunderbar. Genau, die Lautstärke passt auch. Also. Sehr gut. Genau. Das ist halt das Schade, wenn man es nur online machen kann und nicht live. Aber immerhin ist es live. Also ich bin tatsächlich hier, und ihr seht es jetzt schon, wir haben hier schon eine wirklich super schöne Vinaigrette. Was noch fehlt, ist Salz und Pfeffer. Ich nehme gerne Kräutersalz, aber das kann jeder so machen, wie er mag. Ich mag das halt gern, das ist halt nochmal so ein bisschen aromatisch. Genau, und ein bisschen an Zucker tue ich rein. Wirklich nur ganz, ganz bisschen. Aber das ist halt wieder dieser Umami-Geschmack, was ich vorher schon gesagt habe, das Salzige und so weiter. Das ist einfach, ja, besser. So, dann hole ich mir mal einen kleinen Löffel schnell zum Probieren. Das muss ein bisschen überwürzt sein, weil es ist ja die Vinaigrette. Genau. Da tue ich jetzt schon den Salat rein. Ja, kann man eigentlich ganz rein tun, da brauchen wir jetzt nicht so. Muss nichts übrig bleiben. Das könnt ihr natürlich zu Hause anders handhaben. Ich mache da auch mal ganz gerne noch manchmal so Tomaten rein, so fürs Blickfeld, aber muss man nicht machen. Also das ist einfach ein grünes Low-Carb-Gericht als Vorspeise. Das lässt besser ein bisschen durchziehen und aromatisieren letztendlich, so sagt man da. Und es ist auch, also wenn man jetzt auch sieht, es bleibt nicht viel Vinaigrette übrig. Also das ist ein Salat, der hat jetzt alles aufgenommen, der glänzt jetzt schön, Öl, Essig und so weiter. Das muss nicht hier in Soße triefen, das wäre falsch. Genau. So, den stellen wir jetzt kurz zur Seite, weil den brauchen wir dann hernach zum Anrichten. Wie lange ist denn die Frittata schon im Ofen? Ich habe gerade gerätselt, um wie viel Uhr wir sie denn reingetan haben. Okay. Vielleicht weiß es jemand im Chat. Das sind noch... Ich hätte jetzt gesagt, noch so... 7-8 Minuten ungefähr. Ja. Ich mache mir... So. Ich rede einfach mal weiter, ob man mich sieht oder nicht. Egal. So, ohne Zewa komme ich auch schlecht aus in der Küche. So, genau. Hier ist wieder alles einigermaßen sauber soweit. Das ist auch, neben einem sehr guten Grundprodukt braucht man auch immer einen sauberen Arbeitsplatz in der Küche. Auch zwischendrin muss man mal wieder aufräumen. Gerade wenn man zwischen den Gängen hin und her switcht, sonst hat man irgendwie die Zwiebeln bei den Erdbeeren. Das wäre nicht so besonders lecker. Genau. Sieht man mich noch oder? Ja, okay. Du müsstest noch, ja. Genau, bei Susanne funktioniert es noch. Also müsstest okay, noch, weiß irgendjemand, wie lange die Frittata schon im Ofen ist? Nicht, oder? Ich schau mal, sie ist noch nicht ganz fertig. Also ich würde jetzt mal so schätzen, so noch, dass sie noch so 7-8 Minuten bräuchte. Ja, das müsste hinkommen, weil ich meine, 27 oder so haben wir sie rein. Mhm. Sehr gut. Perfekt. Dann haben wir das soweit vorbereitet. Dann können wir Mise en Blanc, habe ich schon ganz kurz gesagt, weitermachen mit der Kräuterbutter für das Hauptgericht. Wir haben ja heute, ja, vielleicht sage ich nochmal, was es überhaupt gibt. Ihr habt ja das alles. Ich habe hier auch nochmal das Rezept. Rinderfilet mit zweierlei Spargel, Erdbeeren und Kräuterbutter. Und auch hier machen wir natürlich die Kräuterbutter selber. Für unser Filet, also schaut euch bitte mal dieses Filet an. Also das ist wirklich der Hammer. Ja, also ein super Produkt. Ist halt so, wenn es halt regional ist und saisonal. Gut, Rindfleisch nicht saisonal, aber regional ist halt einfach immer das Beste. Hier kam gerade die Frage, wann denn der Parmesan draufkommt auf die Frittata. Kurz vorher. Also jetzt halt so ungefähr, weil wenn das, also wir können den jetzt ungefähr reintun. Den tun wir jetzt auch auf. Das stimmt. Vorsicht, auch wenn die Pfanne normalerweise
ja, nicht heiß ist, ist sie jetzt auf alle Fälle heiß. Ihr könnt schon mal sehen, dass es so, wir tun die einfach drüber großzügig. Es riecht schon hervorragend, wie ich finde. Genau. Und jetzt wieder, wer sich schon mal verbrannt hat. Also Brandblasen sind ja in der Küche eigentlich obligatorisch. Wieder in den Ofen. Und die letzten paar Minuten. Genau, jetzt ist 42. Können wir es nochmal reintun. So 5-6 Minuten. Es geht nicht auf die Minute genau. Das kann man, man sieht es ja dann auch selber, wie es letztendlich dann auch ausschaut. Der eine mag es ein bisschen dunkler, der andere eben nicht. Ich mag es nicht ganz so dunkel. Ja, haben wir noch eine Frage im Chat? Dann würden wir jetzt mit der Kräuterbutter beginnen. Da brauchen wir Knoblauch dazu. So viel, wie man will. Man kann ihn auch weglassen. Ja? Leute, die keinen Knoblauch vertragen oder das einfach nicht mögen, lassen ihn weg. Was man auch machen kann, ist ein guter Tipp, dass wenn man Knoblauch benutzt, ich persönlich habe da auch immer früher sehr drauf reagiert, dann kann man auch ein bisschen an Ingwer reinreiben. Oder wenn man so eine Spaghetti al Olio macht, dann kann man einfach zu den gehobelten Knoblauchscheiben noch ein, zwei Scheiben dünnen Ingwer mit dazu tun und das funktioniert wirklich hervorragend. Ja? Also das klappt sehr gut. Jetzt suche ich mein Messer. Mein zweites kleines Messer. Weg. Sachen bekommen Hände und Füße. So. Für den kleinen Knoblauch genügt ein kleines Gemüsemesser. Ja. Und wir pressen ihn nicht, oder wir, weil das die ganzen ätherischen Öle kaputt macht, wenn man den durch die Presse jagt. Das habe ich früher auch mal gemacht, aber wenn man ihn schneidet, ist es viel aromatischer. Der ist echt sehr widerspenstig. Okay, also hier genügt eine Knoblauchzehe, weil die Knoblauchzehe wirklich riesig ist. Lege ich wieder zurück. Ich habe hier schon meine Müllschublade. Sensationell. Und ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich für dieses Brett Werbung mache. Ich finde es einfach selber toll. Ist ja immer so, wenn man selbst was kennenlernt, was man toll findet, dann ist es umso einfacher. Ich schneide es vielleicht doch erst einmal so. Ist eine riesige. Genau. Jetzt schneide ich es halt in so kleine Scheiben, in dünne. Und letztendlich würfeln wir den Knoblauch. Aber wie gesagt, das ist kein Muss. Kräuterbutter kann man auch ohne machen. Kann man auch mit kleinen Zwiebeln machen. Es ist auch so, wenn man viel Knoblauch oder Zwiebeln reintut, dann gärt es natürlich, da muss man es auch aufbrauchen. Also lang aufheben, außer man friert es ein, das kann man auch noch machen auf Vorrat, aber ansonsten ja, gärt halt einfach der rohe Zwiebel oder der rohe Knoblauch. Was man auch machen könnte, wenn man es kurz andünstet, aber ja. So, jetzt habt ihr es schon gesehen, jetzt habe ich so Stifte geschnitten. Mit dem Knoblauch ein bisschen eine Fummelei. Das halte ich jetzt einmal so fest, weil es einfach sonst wegrutscht. Normalerweise macht man eine Kralle, damit man sich nicht in die Finger schneidet. Auch hier Finger in Finger schneiden ist obligatorisch. So. Der Profikoch kann das natürlich wesentlich schneller. Das bin ich jetzt nicht. Ich bin ein passionierter Hobbykoch. Also ich würde sagen, das sind schon fast drei Knoblauchzehen, weil das war wirklich eine riesige Knoblauchzehe. Das stimmt, die war wirklich besonders groß. Ja, aber ihr habt ja heute nichts mehr vor, außer Essen. Jetzt habe ich das überall, es war so schön, jetzt habe ich es überall vertan. Na servus, wenn ich heimkomme, das wird, gibt Gerüche. So. Ach übrigens, Trinkpause. Ich hoffe, ihr habt euch zu Hause alle ein Bier, eine Apfelschorle, ein Wasser oder einen Wein aufgemacht. Das machen wir natürlich nicht, weil wir sind ja nicht zu Hause, sondern sind bei Kelokent und müssen heute noch Auto fahren. Aber ihr könnt es natürlich machen, ihr seid ja schon zu Hause, also bitte macht euch eine Flasche Wein auf.
schöner Weißwein, schöner Rotwein, wie ihr das wollt. Macht euch bitte ein schönes Bierchen auf oder auch die Apfelschorle. Ja, ich will hier niemanden zu Alkohol verführen. Genau, wieder das Kräutersalz. Ihr merkt schon, das kommt bei mir öfter vor. Jetzt wieder die Kräuter. Da haben wir hier einmal den Schnittlauch und wieder die Petersilie. Das müssen wir jetzt allerdings wirklich ein bisschen feiner hacken. So. Aber da passt es auch schon ganz gut. Und auch die Röllchen machen wir ein bisschen klein. Ja, die sind jetzt unten. Einmal weg. Großzügig. Wieder halbieren, dass wir nur die Hälfte oder halb so lang schneiden müssen. Genau. Und dann eben ist das perfekt, wenn man so ein leichtes, großes Wiegemesser hat. Das ist für mich wirklich ein Allround-Messer. Das geht sogar, wenn ich jetzt nicht gerade Zwiebeln und Knoblauch damit geschnitten habe und Kräuter, dann mache ich da sogar einen großen Kuchen damit, ja, und kann es gleich als Kuchengabel benutzen. Tortenheber, nicht Kuchengabel. Genau. Der Schnittlauch, der ist so frisch, da springen die kleinen Röllchen weg. Das ist ein Wahnsinn. So. Genau. Und dann machen wir hier. Ich tue es immer so zusammen. Einmal so schneiden. Da kann man es eben so ein bisschen wiegen. Finger auf die Seite, sonst ist da die Fingerkuppe weg. Genau. Also der Geruch von frischer Petersilie und frischem Schnittlauch. Übrigens auch sehr gesund. Wenn man sich auch sonst nicht gesund ernährt, dann sind mit frischen Kräutern macht man auf jeden Fall nichts verkehrt. Nicht nur aromatisch, sondern die haben sehr viel Mineralstoffe und sind einfach sehr, sehr gesund. Genau. Mach ein bisschen kleiner, hier noch ein bisschen. Genau, ich schaue mal ganz kurz auf die Frittata, aber ich glaube, die ist jetzt fertig. Habe ich so ein Gefühl. Gell? Die schaut jetzt fertig aus. Schalten wir aus. Einmal kurz den Dampf raus. So, und jetzt schaut euch bitte mal diese Frittata an. Ich schaue es mir jetzt nicht ganz so lang an. So. Ja, die rutscht auch schon fast von alleine von der Pfanne. Die können wir jetzt kurz abkühlen lassen. Die ist natürlich noch sehr heiß. Genau, was ich mache ist, nochmal einmal kurz rauslösen. So ablösen. So. Aber die löst sich perfekt. Das spüre ich schon. Ah, dampft schon hervorragend, würde ich sagen. Genau. Einmal so. Dann haben wir hier die Kräuterbutter. Man kann natürlich, wenn man so eine Kräuterbutter macht, das kann man auch in einen Spritzbeutel sich dann füllen. Kann dann schöne Röschen machen, kann das zu einer Rolle rollen. Also wenn wir, jetzt haben wir ja zimmerwarme Butter. Wenn man das ein bisschen im Kühlschrank hat und das wieder so ähnlich wie Knetmasse ist, dann kann man das einfach in einer Frischhaltefolie zu einer Rolle formen und kann es dann einfrieren und kann es dann wie die normale Rolle, die man aus dem Supermarkt kennt, runterschneiden oder auch einfach dass man im Winter auch eine schöne Kräuterbutter hat. Also das ist alles möglich. Ist jetzt ein bisschen gefriemelt natürlich. Ich nehme jetzt den Finger, die sind natürlich mehr als gewaschen. So. Größte Gefäß habe ich gefunden, sehe ich schon. So. Genau. Ist ein bisschen eine Batzlerei, aber auch hier lohnt sich's. Und das ist ja auch Kochen oder auch Essen, ist ja was Kommunikatives und das hat ja auch was mit Genuss zu tun. Und das hat ja, also ich finde, das ist ja sogar sinnlich und für mich ist es wie Meditation. Genau, jetzt hat Witscher richtig batzlert. Das sieht man jetzt dann auch schon, zeige ich euch. So schaut die jetzt aus. Wunderbar hat sich das verbunden. Wie gesagt, das Salzen oder das Würzen nicht vergessen.
weil sonst schmeckt es noch nichts. Die stelle ich jetzt noch mal kurz in den Kühlschrank, damit die dann auch auf unserem Steak richtig schön zerfließt. Mit dem noch sauberen kleinen Finger nur kurz rein. Wieder kurz die Hände einmal abwaschen. Frage, möchte man mit der Vorspeise, wollen die Leute vielleicht schon beginnen oder wollen wir alles zusammen hintereinander essen? Gebt uns einfach kurz Rückmeldung, wie es euch am liebsten ist. Stefanie, hier kam auch gerade die Rückmeldung, dass es Spaß machte. Sehr gut, das freut mich. Freut mich. Also man kann auch gerne mehr Fragen stellen. Ich habe natürlich viel Wissen über alles, was ich so verkoche und warum ich und wieso ich etwas mache. Genau. Und ich hoffe, dass das dann auch mal so ein bisschen hilft, wenn ich natürlich aus meiner Praxis, aus meinem Alltag erzähle. Ja, das ist immer noch sehr heiß. Ich hole mal einen großen Teller. Also das Feedback sieht so aus, dass alle gerne später alles zusammen essen. Okay. Die Frittata. Packen, wie gesagt, kann man heiß, lauwarm. Man kann es auch nochmal in den Ofen stellen, dann wird es auch gleich wieder lauwarm. Die schüttel ich jetzt hier so raus. Packe ich natürlich auch noch mit drauf, die Zwiebelchen, die jetzt da unten so ein bisschen hängen geblieben sind. Aber das war es eigentlich schon. Die Frittata ist somit fertig. Schaut so aus. Ja, kann man als Stern machen oder wie man das machen möchte. Geht auch, wie gesagt, mit zweierlei Spargel. Die kann man jetzt ein bisschen abkühlen lassen. Die Pfanne brauchen wir jetzt nicht mehr. Alles, was wir nicht brauchen, tun wir auch schon wieder gleich weg aus dem Blickfeld. Wir haben hier schon eine Grillpfanne. Rinderfilet, das ist jetzt so eine Sache. Der eine oder andere macht es auf dem Grill. Ich finde, dass ein Rinderfilet zu fein ist für einen Grill. Deswegen habe ich jetzt eine Grillpfanne, das ist eine beschichtete Pfanne. Damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich tue es sehr scharf anbraten und tue es dann nur zum Ruhen, also so bei 80 Grad, manchmal sogar ein bisschen weniger. Und wenn ich so ein Drei-Gänge-Menü mache, so wie heute, dann ist der Ofen eh noch warm. Ja? Dann stelle ich das einfach nur in den Ofen, dass es ein bisschen ruhen kann, das Fleisch. Also Fasern sind sowieso durchtrennt, also es gibt keine Fasern, die sich hier zusammenziehen. Aber dass es sich sozusagen einfach beruhigt, dann kommt auch kein Fleischsaft, wenn man das anschneidet oder wenn man das auf den Teller gibt, sondern das hat sich einfach wieder etwas zusammengezogen. Genau, da brauchen wir einfach ein bisschen Öl oder am Butterschmalz kann man auch gut hernehmen, wenn man das möchte. Ich benutze immer Öl. Das ist nur so ein bisschen. Da das gute alte Zeba, dass es nicht zu viel ist, weil wir wollen ja kein Fettgebratenes haben, sondern einfach nur das ein bisschen hier so. Es ist ohnehin eine beschichtete Grillpfanne. Ja, man kann auch eine gusseiserne nehmen. Also das macht jeder so, wie er es will. Und als ich noch keine Grillpfanne besessen habe, habe ich die ganz normale Pfanne, wo vorher die Frittata drin war, eine ganz normale Pfanne genommen. Das kann jeder so machen, wie er es eben zu Hause hat oder wie er es möchte. Das Fleisch nicht waschen. Bitte kein Fleisch waschen. Weil das ist nicht dreckig. Ja? Das ist allenfalls, so wie hier auch, saftelt es ein bisschen aus. Zeige ich euch. Hier kommt natürlich ein bisschen Blut raus mit der Zeit. Einfach nur ein bisschen abtupfen. Das langt schon. Das ist was anderes bei Händel oder beim Fisch. Kann man das auch machen. Aber beim Fleisch, das muss man nicht abwaschen. Ja, das ist sauber. Das ist ein Naturprodukt. Passiert gar nichts. So. Würzen. Würzen vom Rinderfilet. Das ist auch so eine Philosophie. Ich salze es ein wenig mit einem normalen Salz und das war's. Würzen kann man es später. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel so eine Würzmischung. Das ist eine selber gemachte Würzmischung vom Kramer Metzger. Da sind drin verschiedene Pfeffer. Ja, also wenn man zum Beispiel einen Pfeffersteak haben möchte, dann kann man das
scharf anbraten. Und bevor man es in den Ofen tut zum Ruhen, einfach nochmal kurz, ich zeige das vielleicht einmal mit ein oder zwei, dass man es einfach mal sieht, es ist dann so eine Pfefferkruste oder ja, also je nachdem, wie man es mag. Der eine mag das, bei mir ist auch ein Kind mit, der mag das jetzt nicht, aber das ist zum Beispiel möglich. Das kann man auch, wenn man jetzt einen Lachs hat, macht man das auch so. Scharf anbraten und dann direkt im Sesam zum Beispiel wälzen und dann nochmal kurz in den Ofen, dass es sich verbinden kann. Genau, jetzt brauche ich noch schnell einen Teller. Und dann sowas, eine Schüssel. Ich zeige euch das, wie man das so würzt. Nehmen wir das mal. Genau, das sind so getrocknete, das sind so Zwiebeln, getrockneter Tomaten, Salz und so eine Pfefferkruste ist das eben. Nur eine Idee. Ich, wie gesagt, mache daheim immer nur ein bisschen Salz. Warum salze ich es vorher? Weil das Salz, wenn du es brätst, das kriegst du so nicht mehr rein. Ja? Das darf man auch ruhig anlangen. Es ist nichts Schlimmes, wenn man Fleisch anlangt. Man kann sich danach die Hände waschen. Es ist nichts Giftiges. Viele sagen, oh, ich mag es nicht anlangen. Hände waschen danach und dann ist alles wieder gut. Auch meinen Salzstreuer lange ich an, weil wenn ich später die Küche sauber mache, mache ich auch alle meine Gerätschaften wieder sauber, inklusive dem Salzstreuer. Das kenne ich natürlich schon. So, einmal kurz die Hände nur abwaschen. Und dann machen wir einmal die Herdplatte wieder richtig an. Da machen wir jetzt auf Power. Es darf richtig, richtig heiß sein. Der Ofen, wie gesagt, den brauchen wir nicht vorheizen. Der ist sowieso schon heiß. Mal die Sahne in den Kühlschrank. Also hier ist unglaublich warm, kann ich euch sagen, durch das Licht. Ja, haben wir gefühlt sommerliche Temperaturen. Hier ist mein Hauptwerkzeug. Bitte nicht Fleisch anstechen mit der Gabel. Da ist auch die Pfanne auf Dauer. Nehmt euch das übel. Nehmt einen Pfannenwender, nehmt einen Teigschaber, die Silikonteigschaber, die halten das super gut aus. Oder eben einfach eine Klammer. Ob das jetzt eine Pinzette ist, gibt es so Pinzetten. Ich finde die ganz banalen, die finde ich super. Ja, ich grill sogar mit der. Ja, da habe ich zwei, drei daheim. Und es darf durchaus ein bisschen warm sein. Nicht richtig reinlangen, sonst haben wir gegrillte Finger. Aber das darf wirklich, damit wir ein schönes Muster auch haben auf dem Steak dann, ja, das ist ja auch wichtig. Ja, das lassen wir noch ein bisschen heiß werden. Jetzt brauchen wir noch mal ganz kurz die Pfanne. Die müssen wir, oder ihr nehmt da, wir nehmen eine andere. Wir haben zum Glück mehrere. Genau. Ich habe hier noch eine. Das lassen wir immer noch warm werden. Es darf wirklich, wirklich, wirklich heiß sein. Für was brauchst du deine zweite Pfanne? Für das Gemüse. Wir haben ja noch den Spargel. Und hier, den holen wir uns jetzt für das Gemüse. Das wir, können wir auch wieder da rein machen. Schaut's her. Super gut. Also den Spargel müssen wir jetzt zu Ende schälen. Und der weiße Spargel, den muss man von oben weg schälen. Der hat ist ein bisschen holziger in der Schale. Auch hier, der ist super, super frisch. Ja, der saftet richtig aus. Man merkt es richtig. Und wie erkennt man hier einen guten Spargel? Man nimmt ihn und reibt ihn, also so aneinander. Und dann hört ihr richtig das Quietschen. Oder auch hier, wenn man unten drauf drückt, da kommt richtig der Saft raus. Ja, also daran merkst du, dass der Spargel frisch ist. Keine Angst, ich habe die Grillpfanne immer noch im Blick. Die darf aber wirklich heiß sein. Kurz für dich zur Info, wir sind jetzt, wir haben jetzt eine Stunde um. Sehr gut. So, jetzt tun wir das Fleisch rein. So muss das. Hört sich gut an. Genau. Das sind ungefähr 250 Gramm. Das ist eine gute Portion. Ich habe jetzt für vier Leute, weil wir hier ein paar Leute mehr sind. Und es wäre ja schade, wenn einer zuschauen müsste. Deswegen haben wir das jetzt hier so gemacht. Da fehlt sich jetzt gar nichts. Man sieht jetzt dann wieder Rand.
wie das, bitte nicht fünfmal umdrehen, wirklich nur ein-, zweimal maximal umdrehen. Und es geht so ein bisschen nach oben. Es darf wirklich Vollgas angebraten werden, da passiert gar nichts. Und je nachdem, wie man es auch haben möchte, der eine möchte es medium, der andere möchte es vielleicht sogar medium rare, also nochmal ein bisschen roh oder durchgebraten. Wenn jemand schwanger ist, dann ist natürlich mit rohem Fleisch eh problematisch. Spargel kann man natürlich auch so schälen, aber ich stelle mich, wenn ich es auf dem Brett habe, total deppert an. Kann ich nicht. Ich habe es immer in der Hand. Da hat, glaube ich, jeder so seine eigene Technik, wie er gut schälen kann. Spargelschiebel hat sogar auch schon geschälten Spargel. Finde ich auch super. Manchmal, wenn man gerade, wenn man für mehr Leute mal 5 Kilo braucht oder so, wenn man die Familie einlädt, ist das auch eine gute Idee. Dann kann man es gleich schon vorgeschält kaufen, muss sich da nicht mehr abmühen. Aber auch das finde ich immer sehr meditativ und normalerweise, wenn ich in meiner eigenen Küche bin, dann fange ich auch die Schalen vom weißen Spargel auf und mache daraus dann einfach, kaufe daher ein bisschen mehr Spargel, mache aus den Schalen noch einen Sud, koche ich 20 Minuten, ein Esslöffel Salz, ein Esslöffel Zucker und eigentlich einen Esslöffel Butter und dann einfach 20 Minuten kochen mit 1,5 Liter. Wenn das so Schalen von einem Pfund, also 500 Gramm Spargel ist. Genau, und dann kann man das wunderbar, den Sud herstellen, nicht wegschütten, habe ich auch schon gemacht, Sieb durch und dann war der Sud weg. Sensationell. Also bitte dran denken, einen zweiten Topf herstellen, ein Sieb reintun und den Sud auffangen und dann den Pfund Spargel drin kochen. Und dann hat man super Suppe. Kleine Mehlschwitze machen, braucht man keine Sahne, aber natürlich Butter. Also ohne Fett kommt man natürlich nicht aus. Fett ist natürlich ein Geschmacksträger. So, wir drehen jetzt gleich das Fleisch um. Ich bin auch gleich soweit mit dem Spargel und habe das auch im Blick. Ich brauche auch eine Kochinsel zu Hause, das ist echt super. Fehlt noch ein Spargel, aber jetzt drehen wir dann mal um. Auch hier keine Angst, oben ist es ja noch wunderbar. Ich schaue es mir an. Schaut euch das an. Sensationell. Sieht super aus. Man sieht hier auch schon, hier am Rand wird es schon ein bisschen grau. Also man merkt, es wird durch. Aber in der Mitte ist es immer noch, der Kern ist immer noch, ja. Roh, das sind jetzt auch dicke Steaks. Von der Zeit her, das kann ich euch gar nicht genau sagen, weil ich nicht weiß, wie dick euer Steak zu Hause ist. Ja? Also das ist wirklich ein Mittelstück, das ist echt ein sensationelles Steak. Ich habe auch welche, die sind nur so klein, dafür sind sie ein bisschen dünner. Das hat man so ein bisschen im Gefühl. Vielleicht kannst du, schau mal, Lukas, hierher, wenn am Rand alles, also wenn es nicht mehr rot ist, ja, dann kann man sagen, okay, dann ist innen drin nur noch der Kern roh. Und man kann auch drauf drücken, ja, also wenn das hier so ganz weich ist, dann ist es jetzt ist es medium rare, ja. Aber das kann ich wirklich schwierig sagen, das kann ich euch nur live zeigen an dem Steak, das ich jetzt da gerade habe, wie ihr das zu Hause macht. Das muss man auch ein bisschen im Gefühl bekommen. Aber das ist jetzt richtig weich, das ist das Gefühl, wie wenn man hier drauf drückt, das ist noch innen drin. Eigentlich ist noch roh. Ja. Also ich mag es so nett, ich mag es wirklich nur medium. Aber da ist der Geschmack, ja, das ist auch etwas, da kann man nicht drüber streiten. Das mag jeder anders. Qualitativ empfehle ich euch immer, das beste Fleisch zu kaufen. Weil dann kriegst du auch das, wenn man gute Produkte benutzt, kriegt man auch ein gutes Produkt wieder raus. Das ist eine ganz klare Regel. Genau, ihr seht es. Einen Spargel haben wir noch. Dann sind wir damit schon fertig. Wir brauchen noch ein paar Erdbeeren dazu. Nicht alle, aber ein paar, weil wir brauchen ja auch noch welche für die Nachspeise. Jetzt habe ich den Spargel fast totgeschält. So, mache ich mir einfach. Großes Messer, alles auf die Kante, zack, und schon ist es erledigt. Also ich liebe große Messer zum Kochen. Ich habe zu Hause immer dieses kleine gelbe Messer,
Die gibt es in Pfaffenhofen ganz billig für einen Euro. Da ist es. Für einen Euro beim Wilko, nur so als Tipp, ja, weil man sagt mal, oh, was hast du denn für ein Messer? Damit putze ich meine Erdbeeren, damit mache ich mal so kleine Sachen, die sind am Anfang sauscharf, dann nimmer. Das sind Floristenmesser. Aber das ist mal so ein Tipp, für einen Euro kann man das wunderbar kaufen. Und die liebe ich. Dann habe ich natürlich ein welliges Messer und dann habe ich noch ein ganz großes Messer. Eben so ganz leicht, seht ihr es, so gewippt. Damit kann ich einfach ein bisschen hacken. Es ist einfach wie ein Wippmesser und man kann einfach wunderbar, hat es gut im Griff und ein gescheit scharfes Messer. Neben dem Produkt ist natürlich die Qualität des Equipments auch sehr wichtig. Ich habe so das Gefühl, als ob der ein bisschen lahm ist, obwohl das so ein guter Herd ist, oder? Zischt zu wenig, oder? Mhm. Na, wir werden sehen. Wir haben es ja noch im Ofen, aber man sieht es jetzt hier, also es ist noch nicht. Ja, wenn das jetzt dann, hier tritt so ganz ein bisschen das Eiweiß aus und wenn das dann tatsächlich sich geschlossen hat und nicht mehr rot ist, ja, dann fängt es an, medium zu sein, aber dann vergesst es bitte nicht, diese Ruhephase. Wenn ich das dann auf den Teller tue, anschneide, dann schaut es furchtbar aus, das saftelt aus und das ist schöner und auch schmackhafter, wenn es ein bisschen geruht ist. So, habe ich da jetzt Öl oder Butter genommen für? Das muss ich gleich selber schauen, was ich da genommen habe. Na, Öl. Dann tun wir ein bisschen Öl in die Pfanne schon mal. Machen und holen uns noch ein paar Erdbeeren dazu. Dann nehmen wir jetzt die nicht so schönen, die sind ganz reif, die habe ich gestern geholt, aber die sind natürlich, ja, weil es halt so reif sind und so süß sind, manchmal schon überreif. Genau. So. Machen wir es so. Es muss nicht so schön sein. Und die heben wir aber tatsächlich später nur kurz unter. Weil wenn ich die Erdbeeren mitkochen würde, was macht man mit gekochten Erdbeeren? Erdbeermarmelade. Ja, also das wollen wir ja nicht. Sondern wir wollen ja ein Gemüse, ein Low-Carb-Gericht ist das jetzt heute auch. Das Steak, extrem viel Proteine, ja, mega gesund und kaum kaum Kohlehydrate, also Low-Carb. Kann man natürlich auch noch einen Kartoffelstampf dazu machen. Das machen wir immer. Ich stehe hier voll auf Kartoffelstampf. Das gibt es relativ oft bei uns. Genau. Aber kann man auch noch einen Süßkartoffelstampf zum Beispiel dazu machen. Und die Erdbeeren, die schneide ich jetzt nicht in ganz kleine Scheiben, sondern wirklich nur so in grobe. Ja, also wenn es jetzt so eine große Erdbeere ist, ihr seht es, dann ist die wirklich so, ja, zart schneiden, nicht Miniatur, weil sonst haben wir hernach doch eine Erdbeermarmelade. Und wer sich es nicht vorstellen kann, ihr werdet erstaunt sein, wie gut das schmeckt. Die Erdbeere ist nämlich eigentlich eine Nuss, keine Frucht, gehört zu den Nüssen und ist auch nicht süß, sondern fruchtig, sagt man da dazu. Ich erkläre auch ein bisschen was in meinem Kochbuch dazu. Natürlich muss ich da jetzt ein bisschen Werbung machen. Es kommt am 1. Mai raus, mein Kochbuch. Kann man dann bei der Metzgerei Kramer und beim Spargel Schiebel käuflich erwerben für 12 Euro. Und Herzensprojekt, ich habe schon einen Vorabdruck. Ich zeige es vielleicht später nochmal, da ist auch unser heutiges Gericht drin. Vielleicht magst du kurz hinschwenken, Lukas. Das habe ich schon mal aufgeblättert. Da erkläre ich ein bisschen was dazu. Warum koche ich, was mache ich? Und ja, man kann es auch auf meiner Seite, stephaniekocht.de, bei der mir der Lukas, der jetzt heute auch wunderbar filmt, geholfen hat, ja, der mich da super unterstützt hat, kann man es auch erwerben mit einem Widmungswunsch, weil im Moment kann man einfach keine Buchvorstellung machen. Ja, so, ganz kurz zum Fleisch zurück. Vielleicht magst du einmal draufschwenken, Lukas. Wir sehen jetzt hier, es tritt ein bisschen was aus. Wir drehen es jetzt noch einmal um. Schaut super aus. Also das darf richtig Röstaromen haben. Das muss nicht, es darf richtig dunkel sein an den Stellen. So. Wir legen es jetzt einmal so drauf. Perfekt. Und tun es jetzt in den Ofen. Wirklich nur noch zum, ja, fertig ruhen. Jetzt schauen wir mal, wie warm oder wie kalt der noch ist. Ja, der ist noch. Auch hier ist es praktisch mit der Grillpfanne, da versaue ich mir natürlich den Backofen nicht so sehr.
Der Profikoch legt es natürlich auf den Rost und hat unten nochmal ein Backblech, aber der hat auch Leute, der das später sauber macht. Ich nicht. Und deswegen, ja, machen wir das anders. Da wirklich drauf achten, maximal so 80 Grad, dass es wirklich nur so ein bisschen ruht, nicht mehr wirklich festgart, weil sonst hat man es durchgegart und das wäre schade für dieses Steak. So, wir kommen. Der Ofen ist noch an mit Induktion, perfekt. Stellen wir gleich mal die Pfanne drauf. Man hört es ein bisschen. Mal kurz die Hände waschen. Also heute extra die Haare nach hinten gebunden, weil wenn ich was richtig hasse, ist, wenn ich zum Bäcker, zum Metzger gehe und sich die Damen oder Herren in die Haare fassen, machen und dann meine Sachen anlangen. Da graust es mal ein bisschen. Ist auch nicht giftig, aber wirklich lecker finde ich es nicht. Und deswegen mache ich das nicht und mache einmal so und wasche mir noch mal kurz die Hände. Wir schneiden den Spargel. Legt es euch ein bisschen schräg hin. Dann wieder ein großes Messer. Und jetzt einfach so grob kleine Rauten. So schaut es dann aus. Ja, so kann man das dann schneiden. Und schneidet es einfach so her. Die Köpfchen nicht, die lassen wir natürlich ganz. So schaut es dann aus. Wir haben die Pfanne schon angeheizt. Die haben jetzt ganz heiß gemacht, so heiß brauchen wir es gar nicht. So auf 7, das ist so auf 3/4 würde ich jetzt mal so sagen. Genau. Wir schneiden den weißen Spargel. Vor lauter Platz, kein Platz mehr. Auch noch so ein bisschen schräg. Man hat dann auch einfach ein bisschen mehr Fläche. Ja, also der wird dann einfach schneller gar. Der weiße Spargel, werdet ihr sehen, der hat noch einen ganz leichten Biss. Das muss man dann auch sehen, wenn er sehr saftig ist. Der hat ja viel mehr Wasser wie der grüne. Dann ist es okay. Manchmal muss man ein bisschen Wasser hinzugeben, dass man so ein bisschen einen Garprozess hervorruft. Und jetzt mache ich es wieder so. Ich mache es mir einfach. Die Pfannen haben, das sind natürlich alle, wie sagt man, dass sie nicht leiten, dass man sich die Finger nicht verbrennt. So, so schaut es jetzt erst einmal aus. Ich hole mir wieder mein Werkzeug her. In dem Fall nehme ich mein Lieblingswerkzeug. So, das darf man jetzt ein bisschen anbraten, beides, das ist wunderbar so. Die Haare schon wieder angepasst. Wenn ich fürs Händewaschen bezahlt werden würde, wäre ich schon Millionär. Genau, ich nehme mir meine Sachen, die ich dazu brauche. Ich würze später, ich mache jetzt nur mit Salz, ich nehme aber wieder gerne Kräutersalz. Pfeffer machen wir alles später. Hier, wie gesagt, nochmal fürs Fleisch. Da mache ich eins, dass ihr es einfach mal seht. Dann haben wir hier Honig und den Balsamico. Wer das nicht mag, aber diese abgerundete Note, das ist einfach gut, wenn das ein bisschen Säure gibt. Ein bisschen Schwund ist immer, wenn was auf den Boden fällt, gell? So, gleich auf. So. Also ihr seht es, das darf ruhig ein bisschen angebraten sein. Ich nehme jetzt auch noch einen Schluck Wasser gleich dazu. Dann nehmen wir. Hier geht nämlich alles automatisch. Theoretisch auch heißes Wasser, aber da traue ich mich nicht dran. Das war mir jetzt für den heutigen Tag zu schwierig, mich da einzuarbeiten in das Quokka, oder? Quokka heißt das, genau. Direkt heißes Wasser aus der Leitung. Das ist ja wirklich sensationell. Also ihr seht es schon, man sieht es auch, die Farbe vom Spargel hat sich ein bisschen verändert. Das ist ideal. Ich tue nur ein ganz bisschen Wasser rein, dass man halt so einen Garprozess, ja, man merkt es, das hat mit dem Weißen, das dämpft jetzt sozusagen in der Pfanne, der Wasserdampf. Wir salzen es ein bisschen. Ihr werdet euch jetzt wundern mit dem Honig.
Honig und Salz und dann auch noch die Erdbeeren, aber das schmeckt wirklich sehr gut, wie ich finde. Das kann ich ja nur sagen, wie ich finde, weil ihr habt es ja noch nicht probiert. So, da kommt dann ein guter Löffel Honig dazu. Auf jeden Fall riecht es schon mal sehr gut bei uns. Sehr gut. Ja, Zwiebeln, Butter, ja, Spargel, das ist natürlich was sehr, sehr Feines. So. Zadala. Da tun wir jetzt noch die Erdbeeren dazu. Ja, wir lassen es einmal kurz aufkochen. Ihr seht es jetzt, sprudelt es richtig. Ist natürlich aus von einem befreundeten Imker habe ich den Honig. So, drehen wir es wieder ein bisschen runter. Und jetzt können wir es eigentlich ausmachen, den Herd. Ich schaue mal ganz kurz nach den Steaks, wie die ausschauen. Die schauen Bombe aus. Also ich bin jetzt für Vorspeise und Hauptgericht können wir jetzt anrichten, weil die Nachspeise, hier sind immer noch unsere Streusel, die Creme haben wir schon fertig, da müssen wir nur noch die Erdbeeren pürieren. Also wir könnten jetzt mit der Vorspeise beginnen. Ich mache schon mal den Ofen aus. Tu schon mal die Steaks raus und würde jetzt anrichten. So, schaut euch das mal an. Hier haben wir natürlich einen hervorragenden Fleischsaft, aber da, ihr seht, es ist kein Blut, es ist wirklich Fleischsaft, das da drin ist, ja. Und durch das Salz saftelt es auch ein bisschen aus. Genau, perfekte Oberfläche, man kann es einfach hinstellen, nicht wie zu Hause. Ich hole mir jetzt mal mein Messer. Was machen wir jetzt? Die Frittata anrichten. So. Die haben wir hier zum Auskühlen hingelegt. Ich mache hier. Es ist wirklich großzügig gerechnet, aber man kann es fast nicht kleiner machen. Ja, ich schneide so kleine Kuchenstücke. Kann man auch morgen noch essen. Wunderbar. Schmeckt im Homeoffice oder zum Mitnehmen sehr gut. Den Salat, den wir vorher schon fertig gemacht haben. Jetzt habe ich in der riesigen Küche doch ein Platzproblem. So, da tun wir jetzt ein bisschen was drauf. Ich habe das auch vorher noch mal Probe gekocht mit meiner Familie. Denen hat es auch sehr gut geschmeckt. Um mich gleich mal selber zu loben. Nehmen wir jetzt gleich mal das da. Und jetzt schaut es mal her. So schaut es aus. Ja. Das ist jetzt die Frittata mit Salat und grünem Spargel. Man kann es auch wunderbar mit grünem und weißem Spargel kombinieren. Und für einen Farbfleck, wir stellen uns jetzt vor, das wäre jetzt theoretisch eine Tomate, dann schaut es natürlich noch ein bisschen besser aus, wenn man mehrere Farben hat. Genau. Ich stelle es mal hier vorne hin, schon mal das erste. Das ist die Vorspeise. Wollen wir die Hauptspeise auch gleich anrichten? Ich würde fast sagen, wir machen noch das Dessert fertig. Okay. Oder? Und dann. Das machen wir, da hast du recht. Da können wir alles zusammen. Absolut. Hoppala. Ja. Das mit dem sauberen Arbeitsplatz. Einmal kurz abwischen. Wir schneiden jetzt nichts mehr groß da, sondern einfach so hinstellen. Wir packen unten die Brösel. Da hole ich mir jetzt halt einmal so ein bisschen was. Die sind jetzt ein bisschen abgekühlt. Ich hole sie mir ganz rüber. So. Jetzt zum Thema aufräumen. So, das zerbröseln wir jetzt einfach. Boah, das riecht Wahnsinn. Das ist eigentlich wie
Mürbteig, ja. Also das ist echt perfekt. So. Oh, das ist echt ein wirklicher Wahnsinn. Aber ihr könnt es ja riechen, weil er kocht es ja mit. So, da la. Machen wir es mal exemplarisch. Den Rest machen wir später. Auch da muss man wieder Finger waschen, weil natürlich Butterbrösel haben natürlich so natürlich fettig. Genau. Dann tun wir ein bisschen was. Ja, müssen noch die Erdbeeren pürieren. Die habe ich vorher schon gewaschen. Da tut euch bitte die schönen Erdbeeren, legt euch bitte ein, zwei auf die Seite. Lege ich mir jetzt einfach hier mal auf die Seite für meine Deko dann. Und dann mein 1-Euro-Messer, Floristenmesser vom Wilko. Das ist nur so ein Tipp. Da. Ich bin echt begeistert von dieser Schublade. Das so. Ist wirklich toll. Einfach nur grob rein. Das müssen auch nicht mehr die allerschönsten sein. Also die besonders reifen sind ja meistens auch nicht mehr so schön oder häufig nicht mehr so schön. Oder haben schon so ein bisschen so ein Dätscherl oder so. Das macht ja gar nichts aus. Also geschmacklich sowieso nicht. Ja. Einfach nur das Grün weg. Wir pürieren das gleich. Und genau. So. Sehr schnell gemacht. So was kann man auch vorbereiten natürlich noch mehr, aber wir wollten das ja heute zusammen machen. So, da ist jetzt so ein bisschen was Weißgrünes, das brauche ich jetzt nicht da drin. So, das ist auch noch besonders, ja, die ist doch nicht so schön. Die war schon ein bisschen weich jetzt, aber da fehlt sich gar nichts. Das passt also. So, gleich haben wir es. Ich habe auch ein bisschen mehr, sind ein bisschen mehr Erdbeeren als im Rezept stehen. Ist ja auch eigentlich nur für 2 Personen gedacht gewesen. So, da haben wir jetzt unsere Creme. Und die löffeln wir jetzt halt wunderbar. Ja, mit 2 Esslöffel am besten. Dann batzelt man jetzt umeinander. Da rein. So. Daheim kann man einen Finger nehmen, kann man wunderbar auch mit Kindern machen. Ja? Die lieben das, wenn sie dann danach einen Finger abschlecken dürfen. Das muss auch gar nicht so glatt sein. Ja? Das ist eigentlich ein Schichtdessert. Das darf ein bisschen geschlampert ausschauen, aber das ist einfach, ist halt so. Man muss auch nicht immer Mascarpone nehmen, wenn man sagt, oh, das ist aber ganz schön fett. Man kann auch das mit Joghurt oder Quark machen. Oder wenn man sagt, man mag gar keine Milchprodukte, ja, gibt es auch. Dann kann man das auch wunderbar mit Soja machen oder mit irgendwas anderem. So wie man es halt immer eigentlich selber mag. Dann pürieren wir kurz die mit dem Zauberstab. Oder man muss es auch nicht pürieren. Also wenn man sagt, man möchte jetzt nicht so eine Mousse haben, dann kann man das auch wunderbar in kleine Würfelchen schneiden oder kleine Stückerl schneiden. Und dann passt es auch. Wir sind jetzt mal brachial. So, und schon fertig. Genau. Auch hier hole ich meinen Löffel. Gebe das so ein bisschen drüber. So 2. Löffel vielleicht oder auch 3, je nachdem. Das geht alles nicht so genau, ja. Also da muss man nicht so penibel sein. Und das mag ich, Dinge, die nach viel ausschauen und gut schmecken und doch einfach sind. So. Jetzt schaut's mal. Da tun wir oben wieder ein bisschen Creme drauf. Ein bisschen Creme. Also für einen schmalen Fuß ist das Essen natürlich nicht, ja, das ist euch hoffentlich klar. Aber Fett ist ein Geschmacksträger. So. Da bleibt jetzt ein bisschen was übrig. Ich habe euch ja gesagt, ich
Ich habe ein bisschen mehr gemacht. Und jetzt tun wir nur noch, ich nehme es einmal ein bisschen mit darüber, ein paar Brösel obendrauf. Wieder Händewaschen. Und dann sind wir mit der Nachspeise soweit fertig. Schaut euch das an. Da haben wir ein Herz für Verliebte. Da haben wir ein einzelnes Herzerl. So, da haben wir die Nachspeise. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wenn man das eben jetzt mitnehmen möchte, dann kann man da einfach den Deckel nehmen, hier, mit oder ohne, und einfach auch so in den Kühlschrank stellen und kann es wunderbar vorbereiten. Ist vielleicht auch mal eine Alternative zum Kuchen, wenn man, für die Arbeit, wenn man Geburtstag hat oder so. Muss ja nicht immer der Kuchen sein, kann auch mal eine wunderbare Nachspeise sein. Hier, wie gesagt, nicht für einen schmalen Fuß. So, dann mache ich hier nochmal kurz den Herd an. Einmal kurz, das ist jetzt auf alle Fälle durch schon. Und ich suche mein Lieblings, das andere, da haben wir es, zur Seite gestellt. Einmal kurz aufwärmen, die Erdbeeren einmal rein. Und schon wieder ausmachen, weil das ist wirklich, sonst hat man, da kommt jetzt ein Schuss von dem Balsamico-Essig rein. So ein Esslöffel. Auch hier nur wirklich, dass die Erdbeeren sozusagen warm sind. Es geht das Essig mir ein bisschen in die Nase. Aber ihr seht schon, es schaut gut aus und ihr werdet sehen, es schmeckt auch hervorragend. Denn wir können direkt anrichten. So. Einmal so. Meine Klammer habe ich jetzt irgendwo. Finde ich nicht mehr. Mache ich es mit den Fingern. So. Einmal das Fleisch. Dann holen wir uns mit einem Esslöffel. Die sind immer, wenn ich die Geschirrspülmaschine zu Hause einschalte, sind die Esslöffel fast immer weg. Pfeffer hast du jetzt gar nicht drauf gemacht auf kommt das Fleisch. Noch. Okay. Das kommt noch. Alles klar. So. Na. Also riecht es euch schön an, so wie es euch gefällt. Tun wir das hier weg. Dann tun wir einmal den Pfeffer drüber. Am besten aus der Mühle, ja. Und dann kommt noch die Kräuterbutter dazu. Die wir schön gekühlt haben. Und jetzt kann man da, wie gesagt, kann man mit einem Spritzbeutel wunderbar schön oder auch nicht. Da schau her. Und dann zerläuft hier die Kräuterbutter auf dem Steak. Und so schaut es dann fertig aus. Rinderfiletsteak hier mit Spargel und Erdbeeren. Und es duftet wirklich hervorragend. So, da haben wir hier das ganze Menü nochmal. Die Vorspeise, die Hauptspeise und die Nachspeise. Genau, jetzt wollte ich noch zeigen, wie man das mit dem Pfeffer macht. Ganz einfach. Ihr seht ja, dass das Fleisch hier sehr noch ein bisschen saftelt. Der Fleischsaft. Einfach hier reindrücken. So. Und fertig. Ja, so schaut das aus. Mehr ist es nicht. Gar kein Hexenwerk. Und hier auch wieder anrichten. Dann sind wir schon fertig. Da schau her. So schaut es dann so aus. Und dann kann man auch wieder hier die Kräuterbutter drauf tun. Ich stelle es mal gleich hier vorne hin. So. So.
Und dann legen wir hier noch die Kräuterbutter drauf. Dann sind wir hier noch, da müssen wir nur noch das Gemüse ein bisschen pfeffern. Pfeffer und Erdbeeren sind übrigens auch super. Passt auch mit grünem Pfeffer. Und dann sind wir an der Stelle fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin jetzt durch, also so einmal ja, hin und her gefetzt. Meine Uhr hat hoffentlich alles aufgezeichnet. Und das Rezept gibt es auch, habe ich ja schon mal gesagt, hier in meinem Kochbuch. Also es ist wirklich kein Spaß, sondern das habe ich schon mal gekocht. In dem Fall nur mit einem grünen Spargel. Aber den weißen Spargel kann man super auch im Ofen backen, kann man grillen, kann man wirklich alles damit machen. Also man muss ihn nicht nur im Wasser dämpfen oder Sous-Vide oder grundsätzlich im Dampfgarer machen, sondern man kann es wunderbar auch in der Pfanne, wie ihr seht, braten. Genau, an dieser Stelle, wie gesagt, bleibt mir nur noch einen guten Appetit zu wünschen. Und jetzt weiß ich nicht, ob vielleicht noch eine Frage ist oder... Nein, aktuell habe ich keine Frage, vielleicht kommt noch was. Ganz herzlichen Dank von unserer Seite. Ich finde, es sieht wirklich super aus und ich wünsche allen ganz guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Vielen Dank fürs Mitmachen und auch herzliches Dankeschön an die beiden hinter der Kamera, an den Lukas und den Alex. Und ja, dann sagen wir nur noch guten Appetit, bevor es kalt wird. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ciao.